Theresa. Sie waren wieder da. Beruhige dich. Sie waren überall. So beruhige dich doch. Sie haben mich verfolgt. Wer hat dich verfolgt? Ich weiß es nicht. Sie waren um mich herum. Aber ich konnte sie nicht erkennen. Arbeit Ihres Mannes fortsetzen. In welchem Institut werden Sie arbeiten? Sind jetzt fünf Wagner.
Ja, gleich! Ich komme ja schon! Sie sind aber früh dran heute Morgen. Ja, guten Tag. Kommen Sie bitte mal. Ja. Soll das hier so bleiben? Das macht doch nichts. Na, hören Sie, mir macht das schon was. Der Briefkasten muss zugänglich sein. Für Sie mache ich es irgendwann. Also wissen Sie, der Briefkasten. Da liegen die Briefe drin herum und man weiß nie, ob man Post bekommen hat. Hier. Danke. Und ein Telegramm. Man trägt die Post ja nicht zu seinem eigenen Vergnügen aus. Hm? Ja. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Der Weg in den Westen. Serge! 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 Ja. Ist irgendwas? Meine Mutter. Maria, ich möchte dir... Ich bin Serge. Serge Volontin. Sind Sie Russe? Russischer Abstammung. Die begegnen einem wohl überall. Die wird man nicht los. Gehen wir? Ich hol schon den Wagen. Konntest du im Zug schlafen? Es war furchtbar stickig. Und dir? Dir geht's gut? Ja? Ja, ja. Ist das jetzt die neue Mode, diese Hose? Du wirst sicher müde sein. Ich freue mich so sehr darauf, Paris wiederzusehen. Du weißt, wie ich diese Stadt immer geliebt habe. Schau mich mal an. Ich habe mich sehr verändert, hm? Das will ich nicht sagen. Erzähl, erzähl. Bist du glücklich mit Serge? Ja, sehr glücklich. Ich glaube... Warte, ich will mal schauen. Es geht weiter. Es geht weiter. Kommst du? Es geht weiter. Heute Nacht sind wieder über 1000 Menschen geflüchtet. Du interessierst dich aber auch für alles und jedes. Alles und jedes nennst du das? Jetzt komm schon. Da ist Serge. Setz dich neben Serge. Nein, 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 das ist dein Platz. Das heißt hier mein Platz. Stell dich nicht euch hin. Erkennen Sie Paris wieder? Wie lange haben Sie hier gelebt? 2 Jahre. Habe ich dir doch schon 100-mal erzählt. Komm, komm. Vorsicht! Entschuldigung. Mach doch nichts.
Sie waren mit ihren Gedanken woanders. Alles in Ordnung oben? Ja, ja. Gut. Dann gehe ich jetzt. Sally. Du willst schon gehen? Warum bist du denn so nervös? Ist doch alles bestens, hä? Ist es doch, oder? Ja. Also dann? Musst du wirklich schon gehen? Ja, ich werde schon erwartet. Wird heute nicht spät. Serge? Ich muss weg. Gib mir noch einen Kuss. Wie alt bist du eigentlich? Papa. Entschuldige, ich wollte dich nicht aufwecken. Macht doch nichts. Man kann ihn gut darauf erkennen. Mhm. Das war im Hof. Ich erinnere mich noch. Ein wirklich schönes Foto. Gefällt dir das Zimmer? Hast du dich so weit eingerichtet? Ein Vier-Sterne-Hotel. Hier, der Hausschlüssel. Ich lege ihn dir auf den Nachttisch. Das ist jetzt dein Zuhause. Vielen Dank, mein Liebling. Nur bis ich alles geregelt habe. Red keinen Unsinn, Mama. Ruh dich aus. Was machst du? Ich höre zu. Erzähl mir von dir. Anfangs habe ich dir noch oft geschrieben, hörst du? Hast du meine Briefe nicht bekommen? Ein paar? Was ist mit den Durieux? Sie sind in Stockholm. Gustav ist dort Botschafter. Wie schön für ihn. Aber gewiss niemals wirst du mir... Hast du gut geschlafen? Ja. Hier, ein Geschenk. Für mich? Ja. Aber sag mal... Gefällt es dir? Schön, nicht? Aber ich weiß nicht, kann ich denn sowas tragen? Darf ich reinkommen?
Aber warum hast du denn nicht die neue Jacke angezogen? Ich wollte sie halt für eine besondere Gelegenheit. Maria, ich will, dass du sie trägst. Tu mir den Gefallen, zieh sie an. Wenn du unbedingt willst, na gut. Für immer, Gustav. Guten Abend. Guten Abend, Herr Schaff. Guten Abend. Guten Abend. Darf ich? Guten Abend, Monsieur Volody. Guten Abend. Guten Abend, Madame. Guten Abend. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Ich habe einen ruhigen Tisch für Sie reserviert. Ist irgendwas? Nein, nichts. Hast du schon gewählt? Für mich den Krabbencocktail und dann den Summum, bitte. Worauf hätten Sie Appetit? Ich esse abends nur eine Kleinigkeit. Einen Salat vielleicht. Ja, Madame. Und welchen? Ja, ich... Sie erlauben. Gern. Mögen Sie Saumon? Lachs? Ja. Also ein Salat und ein Medaillon de Saumon für Madame. Und für mich das Gleiche. Sehr gern, Monsieur. Ich lasse Ihnen die Weinkarte bringen. Danke. Stimmt irgendwas nicht? Meine Eltern hatten mich nach Paris geschickt, um Französisch zu lernen. Wie alt waren Sie da? 13. 13 Jahre alt. Iss. Schmeckt es dir nicht? Aber natürlich. Ich bin doch nicht schwierig, das weißt du doch. Doch nach 2 Jahren hat mich der Krieg eingeholt und ich musste weg aus Paris. Aber zurück in Berlin konnte ich mich nicht mehr zurechtfinden. Selbst für meine Familie war ich nur noch die Französin. Ich glaube, ich war damals noch zu jung. Aber mich hast du nach Paris geschickt, als ich gerade 11 Jahre alt war. Aber das kannst du doch überhaupt nicht vergleichen. Ich habe dich doch nicht geschickt. Du musstest da weg. Es war das Beste für dich, glaub mir. Ich weiß wirklich nicht, was du heute Abend hast. Die Nacht hier verbringen. Und das alles wegen eines Fotos. Gustave Thurieux. Was ändert das, ob er nun ihr Liebhaber war oder nicht? Alles. Darum hat sie mich in seine Obhut gegeben. Warum hätte er sich sonst darauf eingelassen? Es
war doch ein großes Risiko für ihn, mich nach Frankreich zu schmuggeln. Ja, und? Ich hätte meine Heimat nie verlassen. Deine Heimat. Dein Vater hat man ins Gefängnis gesperrt, deine Mutter lebt in ständiger Angst und was nennst du Heimat? Meine Mutter. Angst. So groß war die Gefahr nun auch wieder nicht, in der sie schwebte. Ich verstehe dich nicht. Bist du denn hier nicht glücklich? Dass du in Ost-Berlin das gleiche Leben hättest führen können? Ich war doch noch ein Kind. Du musst schlafen. Komm. Komm. Auf einmal war ich in Paris. Nichts. Sie sagte, nur für die Ferien. Schon bald wirst du das anders sehen, weißt du nicht? Hm? Na komm. Fahr morgen nicht weg. Verschiebe die Reise. Ich bitte dich, Sascha. Das ist unmöglich. Ich muss meine Termine einhalten. Lass mich nicht alleine. Bitte nicht jetzt. Bei dir heißt es immer nicht jetzt. Immer wenn ich weg muss, machst du ein Drama draus. Warum bleibst du übers Wochenende? Doch nur, um deine Frau zu sehen. Um das klarzustellen, meine Frau bist du. Aber deswegen kann ich doch Irene besuchen. Ich bin nicht so oft in der Gegend. Ja. Aber warum hast du dich nicht scheiden lassen? Es geht mir nicht ums Heiraten. Ich pfeife auf die Heirat. Aber irgendwie stehst du nicht zu mir. Du musst immer alles dramatisieren. Das geht mir langsam auf die Nerven. Bitte sprich nicht so mit mir. Früher hast du nie mit mir so gesprochen. Früher warst du auch nicht so. Verlass mich nicht. Ich verlass dich doch nicht. Ich fahre nur für 4 Tage weg. Man kann sicher noch baden. Hast du deine Badehose eingepackt? Ja, ja. Ich muss jetzt gehen. Ich bring dich noch zur Tür. Gut, also dann, salut. Ich begleite dich noch bis zum Tor. Gut. Also auf Wiedersehen, Mademoiselle. Ich liebe dich sehr. Du hast doch die Telefonnummer von meinem Hotel. Mhm.
Aber warum reißt du denn alles raus? Ist doch schade drum, oder? Das wächst schon wieder. Das Tor von unserem ersten Haus in Berlin, das war auch voller Efeu. Erinnerst du dich? Nein. Du warst 5 Jahre alt. Was soll denn das? Du wolltest, dass der Efeu dir um den Hals wächst. Darf ich? Natürlich, sie ist ja für dich. Die große Wende. Heute Morgen haben wieder 2 Journalisten für dich angerufen. Ah ja? Warum gibst du eigentlich keine Interviews? Weil ich nichts Neues zu sagen habe. Was willst du wissen? Glaubst du, Sie haben Papa umgebracht? Er saß doch schon so lange im Gefängnis. Er war doch keine Gefahr mehr für Sie. Man hat mit größtem Nachdruck auf internationaler Ebene seine Freilassung gefordert. Er wurde zu einem politischen Problem. Er war ihnen lästig. Und dann... Gab es denn kein Gerichtsverfahren? Ein Gerichtsverfahren? Ja, du hast ja keine Vorstellung davon, was wir da drüben durchgestanden haben. Ist es vielleicht meine Schuld, dass ich nicht dort geblieben bin? Aber Theresa... Erst hier habe ich von seinem Tod erfahren. Hier, an diesem Tisch, als ich die Zeitung aufschlug. Und wie habe ich es erfahren? Lass mich! 2 Monate nach seinem Tod hat man mich auf einen Friedhof geführt. Und dort, auf einem Grabstein, dort stand sein Name. So, jetzt weißt du's. Theresa! Ja, 1 Zimmer für 1 Person. Für länger ist wirklich nicht möglich? Nein, nein, danke. Danke, schon gut. Guten Tag, Madame. Guten Tag, Monsieur. Ich bringe die Klingel zurück. Meine Tochter ist nicht da. Sagen Sie ihr, da ist nichts mehr zu machen. Die ist hinüber. Tut mir leid. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Und bleibst eine Tüftlerin. Das verändert mich aber. Steht dir viel besser. Und was hältst du von der? Eine reicht. Ich habe doch noch die alte. Wir nehmen beide. Wie Sie wünschen. Haben Sie eine Macht? 1.100. Wollen Sie die Gläser entspiegelt, Madame? 1.120 Franken. Danke, mein Liebling. Aber schau mal, jetzt habe ich 3 Brillen. Lass mich doch. Es macht mir Freude, dich zu verwöhnen.
Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Hier, noch ein Geschenk. Aber warum denn, Kind? Theresa. Warum? Gefällt er dir? Ja, gefällt mir sehr, aber jetzt hör auf, Geld für mich auszugeben. Gehen wir? War gut, dass wir die schwarze Tasche genommen haben. Ticket kann ich mir noch selber kaufen. Bitte? Warum geht denn das nicht? So, jetzt. Du hast deinen Fahrschein vergessen. Weißt du was? Morgen gehen wir zusammen zum Friseur. Du lässt dir die Haare etwas kürzer schneiden, würde dir viel besser stehen. Hör mal zu, ich bin, wie ich bin. Alt, hässlich, alles, was du willst. Und ich schäme mich nicht. Es geht gar nicht darum, dass du mir Geschenke machst, sondern wie du sie machst. Ich stehe dir zur Verfügung, Tag und Nacht. Was willst du mehr? Weniger. Und noch weniger mit dem Geld von Serge. Du kannst sehr moralisch sein, wenn du willst. Was hast du gesagt? Dass ein anderer für meine Erziehung gezahlt hat, hat dich nicht sehr gestört. Das verbiete ich dir. Ich bin deine Mutter. So bist du. Wenigstens hättest du vorher den Ring abnehmen können. Interessiert sich für deine Bilder. Ich habe ihm von dir erzählt. Du spinnst ja. Hättest du nicht Lust, mit mir zusammen auszustellen? Und was soll ich ausstellen? Alles. Ja. Schon gut, schon gut. Es ist eine wahre Freude, dir eine gute Nachricht zu überbringen. Was hast du in den letzten Tagen so gemacht? Serge ist doch zurzeit nicht da. Was hältst du davon, wenn wir beide vielleicht... Fängst du schon wieder damit an? Warum nicht? Wir sind gute Freunde, Serge und ich. Bei den Eskimos ist das ein Freundschaftsbeweis. Kannst du niemals ernst sein? Ich bin doch ernst. Heutzutage im Zeitalter der Düsenjets liegt der Nordpol vor unserer Haustür. Siehst du, jetzt musst du lachen. Mir ist nicht zum Lachen zumute. Dann lachen wir eben nicht mehr. Wer hat denn die Klingel repariert? Meine Mutter. Ist sie Elektriker? Da muss man wohl zu allerlei reparieren bei den Kommunisten. Hör auf! Wer war das? Sie. Nett, nicht? Ah, du warst das. Ich habe erst morgen mit dir gerechnet. Kein Mensch war da. Wo ist Maria? Hat sie dich geschlagen?
Aber was habe ich ihr denn getan, außer dass ich ihr viel Leid erspart habe? Ich habe Angst gehabt, dass man mich auch einsperrt. Von einem Tag auf den anderen. Maria. Ich habe getan, was ich für das Beste gehalten habe. Aber wenn ich mich geirrt habe, ich... Sie haben Ihre Tochter zwar in den Westen gebracht, aber Geborgenheit hat sie ja nicht gefunden. Was war denn nur los bei den Durieux? Gustav hat sie doch geliebt wie seine eigene Tochter. Ich verstehe das einfach nicht. Warum spricht sie mit mir nicht darüber? Man muss ihr Zeit lassen. Ich bin müde, Serge. Ich bin einfach so müde. Zuerst sah ich von ihr nur ihre blonden Haare. Sie war eingeschlafen, lag neben einer Telefonzelle. Sie war nicht zum ersten Mal ausgerissen. Im Gegenteil. So habe ich sie kennengelernt. Sie war gelaufen bis zur völligen Erschöpfung. Von Paris bis Gap-Villers. Wissen Sie, wo Gap-Villers liegt? Nein. Nicht weit von der deutschen Grenze. Wo habt ihr euch denn kennengelernt, ihr beiden? Per Zufall. Denkt ihr an Heirat? Heiraten ist nur gut, um sich scheiden zu lassen. Hör mal. Hast du Papa geliebt? Aber natürlich. Was für eine Frage. Paris ist genauso schön wie früher. Vorsicht, was machst du? Ich will nur ein paar Fotos schießen. Was machst du denn? Das ist doch gefährlich. Das ist gefährlich, Kind. Aber du fotografierst ja gar nicht die Aussicht. Was soll denn das? Geh schon weiter, ich komme gleich nach. Ich komme gleich. Meine Schule war irgendwo da drüben. Da muss es sein. Ist das weit von hier, die Rue Villiers? Willst du eine Wallfahrt machen? Nein, ich will nur wissen, wo du gewohnt hast. Ich habe nicht in Paris gewohnt. Selbst als die Durieux noch in Paris lebten, habe ich nur jeden zweiten Sonntag bei ihnen verbracht. Ich war in einem Internat in der Nähe von Évreux. Hat Gustav dich in ein Internat gesteckt? Nein. Ich habe es selbst so gewollt. Warum hast du mir das nie in deinen Briefen geschrieben? Wir hätten uns noch sehr viel mehr sagen sollen. Gustav, hast du ihn geliebt? Hast du ihn geliebt?
Heute musst du es mir sagen. Ja, ich habe ihn geliebt. Hättest du damals mit mir darüber gesprochen? Meine Reise. Ich hätte sie akzeptiert. Aber so? Wie hätte ich diesen Mann lieben sollen? Und mich lieben lassen? An deiner Stelle. Liebe ist nicht austauschbar. Ich habe sie nicht ausgetauscht. Nein! Du hast mich belogen! Ein Monat Ferien! Ein Monat, der 15 Jahre dauerte! Aber ich habe gedacht, wenn ich es so mache, würdest du dich leichter dran gewöhnen. Im Gegenteil. Ich habe versucht, alles zu verdrängen. Meine Heimat, meine Kindheit, selbst die Inhaftierung meines Vaters. Wo war denn da Geborgenheit? Von Gustav, ich sie nie erfahren. Glaubst du denn, dass mir diese Trennung nichts ausgemacht hat? Mein ganzes Leben kann ich den Augenblick nicht vergessen, wo ich mich von euch trennte. Was heißt euch? Ist schon gut. Wir werden nie wieder über Gustav reden. Komm. Jetzt sag mir endlich, wo du mich hinführst. Hör endlich auf, mich dauernd zu fragen. Komm, wer ist das? Das erzähle ich dir später. Erstmal rauf mit dir. Da. Da? Da, ja. Ist aber dunkel hier. Ja, ja. Ja. Wunderbar. Merkwürdig. Deine Mutter braucht nur zu sagen, dass du Talent hast, und schon glaubst du es. Während ich... Ich werde wieder zu arbeiten anfangen. Ja? Na dann los. Sie gibt mir neue Kraft. Du hast ja wahrscheinlich erst vieles verzeihen müssen. Serge, ich glaube, ich bin glücklich. Ist das so schlimm? Ja. Es gibt nichts Schlimmeres als Glück. Ist was? Nein, nichts. Na gut.
Man könnte das Atelier zu einer kleinen Wohnung ausbauen. Für deine Mutter, was meinst du? Serge. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte. Guten Tag. Sie sind früh dran heute. Ja. Maria. Maria. Theresa ist noch im Atelier und arbeitet. Ja, ja, ich weiß. Ich muss ein Formular für die Einwanderungsbehörde ausfüllen. Ein paar Begriffe kenne ich einfach nicht. Hören Sie, Maria. Was ist denn? Da wartet jemand auf Sie. Wo? Jemand, den Sie sehr gut kennen. Wer ist es? Er wartet draußen auf Sie. Ich musste durch die Zeitung erfahren, dass du in Frankreich bist. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ich habe mich an unsere Vereinbarung gehalten. Hohoho. Eine einseitige Vereinbarung. Gustav. Ja? Bin ich alt geworden? Ja. Da. Die Zeit vergeht nicht da. Die Spuren des Alters, die sind ja nur äußerlich. Aber gerade dieser Unterschied macht es so schwer. Serge war die einzige Möglichkeit, mit dir Kontakt aufzunehmen. Glaub mir, ich habe mir alle Mühe gegeben, aber Theresa hat mich abgelehnt. Und du? Ich? Aber nein. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand. Ich habe versucht, ihr zu helfen, habe mich um sie gekümmert. Das musst du mir glauben. Aber ich werf dir doch nichts vor. Es war doch so schwer für uns alle. Das war's, zweifelsohne. Theresa. Manchmal möchte ich das alles einfach vergessen. Auch das mit uns? Ich... Wir dürfen uns nicht mehr sehen. Ja! Nein! Ja. Schau! What was it?
Ciao. Da siehst du mal, wohin das führt, wenn man immer den Clown spielt. Eine Frau? Ein Mann? Das Metall. Es ist wie mein Leben. Es ist hart. Es ist kalt. Erbarmungslos. Ich habe Poirier angerufen. Und einen Termin vereinbart. Sag bloß nicht, dass du es mir zu verdanken hast. Nein. Da bin ich aber froh. So bin ich doch zur Nichtsnutze. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Danke. Wie tröstlich. Trotzdem, ohne mich kannst du nicht ausstellen. Wetten das? Du bist wie eine wahre Mutter zu mir. Also? Wie spät ist es? 4:10. Aha, da muss ich jetzt gehen. Wohin? Zum Friseur. Schon wieder? Mhm. So, das hätten wir. Fertig. Siehst du? Du bist doch noch nicht aus der Übung. Und das ist alles im Speichel. Ja, daran sollte man denken bei einem Kuss. Hättest du nicht Lust, einen Artikel zu schreiben für eine wissenschaftliche Zeitschrift? Die Öffentlichkeit sollte erfahren, was ihr gemacht habt, Papa und du. Die Forschung ist heute schon sehr viel weiter. Außerdem sind unsere ganzen Unterlagen beschlagnahmt worden. Irgendwann vielleicht. Also ich gehe jetzt. Nach dem Friseur gehe ich vielleicht noch ins Kino. Wir könnten uns ja dort treffen, wenn du willst. Aber nein, du hast doch zu arbeiten. Und ich will euch auch ein bisschen allein lassen, Serge und dich. Hat Serge dir das in den Kopf gesetzt? Komm, sei nicht albern. Oft habe ich mich gefragt, deine Frau, hat die von uns beiden gewusst? Komm, heute musst du es mir sagen. Müssen wir unbedingt von ihr reden? Wenn man liebt, dann spürt man eben viele Dinge. Theresa. Ich kann nicht mehr lügen, ich will nicht mehr. Schon sehr seltsam. Du verhältst dich ihr gegenüber wie ein kleines Mädchen, das sich schuldig fühlt und es der Mutter nicht sagen will. Ja, ich weiß. So. Du bist ja da. Wie schön, dann können wir einen gemütlichen Abend miteinander verbringen. Hat's geklappt mit Poirier? Ja,
Und? Ich werde ausstellen. Und das sagst du mir einfach so? Solltest du Hunger haben, Brot und Käse stehen auf dem Tisch. Gut. Und wo ist Maria? Im Atelier? Nein. Erstaunt dich das? Bekomme ich keinen Kuss? Meinst du, ich hätte wirklich nicht gemerkt, dass du mit ihr gesprochen hast? Dadurch hat sie sich so verändert. Du irrst dich. Du bist auf sie eifersüchtig. Oder du willst, dass ich dein Heimchen am Herd bleibe. Du bist ja so stark. Ein richtiger Macho. Jetzt reicht's aber. Du hast recht. Ich muss sowieso arbeiten. Die Situation wird für mich langsam untragbar, Maria. Ich verstehe das ja. Ich finde, Sie müssen endlich mit ihr reden. Das werde ich ja. Und wann? Geben Sie mir noch ein paar Tage. Stellen Sie sich vor, sie erfährt, dass Sie sich mit Gustav treffen. Ich wollte nur warten, bis sie fertig ist mit ihren Vorbereitungen für ihre Ausstellung. Je länger Sie warten, umso schlimmer wird es. Ich werde mit ihr reden. Ich rede schon mit ihr. Ich könnte mir denken, dass das mit der Einwanderungsbehörde nicht mehr so dringend ist. Gute Nacht, Serge. Mein Gott, ist das merkwürdig. Ich hatte mich so gefreut auf den Tag, wo ich in Paris sein werde, mit Theresa und mit dir. Und? Weißt du, ich habe mich noch nie so unfrei gefühlt, wie jetzt, wo ich frei bin. Mach bitte die Augen zu. Warum? Was ist das? Oh. Oh nein. Bitte trag sie. Monsieur, Ihre Frau wartet auf Sie. Danke. Es ist wichtig. Ich bin gerade beschäftigt. Es hat doch noch Zeit. Nein, es hat keine Zeit mehr. Fülle es aus, ich unterschreibe. Ich weiß nicht, was ich da... Maria wohnt doch bei dir. Es ist dein Haus, nicht meins. Gut, so machen wir es. Nehmen Sie dann die Unterlagen mit ins Büro. Ah, Serge. Direktor? Darf ich Sie mit meiner Frau bekannt machen? Sehr erfreut, Madame. Theresa. Ja? Theresa wie? Theresa was? Ich heiße zwar nicht Volodin, habe aber trotzdem einen Namen. Theresa Wagner. Wagner. W-A-G-N-E-R. Alle denken, das ist seine kleine Sekretärin. Stets bereit, macht sie auch gern für ihn die Beine breit. Hör auf! Doch er hat dazu keine Zeit. Unterzeichnet Serge so ganz auf die Schnelle. Und was ist sein Familienstand? Etwa Junggeselle? Am besten, ich nehme mir mit Maria zusammen eine Wohnung. Dann hast du deine Ruhe. Du machst dir Illusionen. Was soll das heißen? Nichts. Was soll das heißen? Du kannst mich. Thank you.
warte nicht auf mich. Ich komme spät heim und im Mikroskop ist alles vorbereitet. Du hast geträumt. Ein Albtraum. Ach, wie spät ist es? Hast du die ganze Nacht durchgearbeitet? Schau, das habe ich für dich gemacht. Das ist wirklich das schönste Bild von allen. Therese, ich würde dir gerne... Schau genau hin. In diesem Bild gibt es ein Detail, das dich interessieren wird. Ich möchte, dass du es selbst findest. Ist es trocken? Ja. In meinem Traum hattest du mich verlassen. Tja, irgendwann werde ich meine Wohnung nehmen müssen. Aber ich verlasse dich nie. Ich brauche dich hier bei mir. Therese, ich würde gerne mit dir reden. Warte, warte. Aber... Kennst du ihn wieder? Ja. Weißt du noch, was drin war? Dein Köfferchen. Ja. Zeig mal hier. Sag mir, was war drin? Also warte mal, es waren drin deine Papiere, Grimms Märchen, Tabletten, falls dir auf der Autofahrt übel werden sollte. Und dann war da noch ein Portemonnaie mit genau 20 Mark und die Kleidchen für deine Puppe. Und noch was. Was? Ich habe sie von Papas Schreibtisch gestohlen. Was wolltest du mir sagen? Ich hab's vergessen, es war nicht wichtig. Na gut. Na, hast du ihn gefunden? Wen? Im Bild. Wo muss ich denn suchen? Na da. Da. Aber das sind ja Papa und ich. Das ist vielleicht idiotisch, aber ich konnte nicht anders. Was meinst du? Um euch zu finden, Papa und ich in der Menge. Da. Dein Vater und ich. Gleich haben wir es geschafft. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen werde. Komm her, du. Das hätten wir. Am Ende bricht alles in Stücke. Die Menschen, die Dinge, die Liebe. Nein. Eines Tages werde ich dich als Denkmal verewigen. Dann kann man dich nach deinem Ableben auf einen Platz bewundern. Ich würde lieber im Museum stehen, wegen der Tauben, du weißt schon. Ich hasse diese Viecher. Nochmals vielen Dank. Ja, schau, man ändert sich. Früher hätte mir das alles nichts ausgemacht. Man ändert sich. Wovon sprichst du überhaupt? Weißt du, sie ist so wunderschön. Sie starrt mir ins Auge. Willst du damit sagen, dass du... Ich habe mich in sie verliebt wie ein kleiner Junge. Weiß Theresa es schon? Nein, nein, bis jetzt noch nicht. Und? Kenne ich sie? Wer ist sie? Aber ja, hier, sie ist es.
Also weißt du, sie ist bezaubernd. Göttlich, nicht wahr? Gibst du sie mir mal? Aber Vorsicht, sehr zerbrechlich. Willst du ein bisschen mit ihr spielen? Ich habe jetzt keine Zeit. Du wirst doch wohl ein Stündchen Zeit haben. Nein, wirklich nicht. Ich muss arbeiten. Langsam fallt ihr mir auf die Nerven mit eurer Ausstellung. Oh, hab dich doch nicht so. Nochmals vielen Dank für den Transport der Puppen. Gern geschehen. Guten Abend, Serge. Salut. Lange nicht gesehen. Wie geht's? Danke, mir geht's gut. Schon recht alt. Nicht alt, antik. Mein Großvater hatte auch so eine, als er klein genau war. Genau so eine? Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Fährt sie noch? Kann man mit ihr spielen? Nein, das hat sie nicht gern. Salut. Ich bin Serge, hab schon versucht, dich im Atelier zu erreichen. Maria! Maria!
Wer ist da? Wer ist denn da? Theresa! Fass mich nicht an! Jetzt hör mir mal zu! Hier bin ich. Du hast mich belogen. Du hast mich schon wieder belogen. Schau mich wenigstens an. Da kam euch doch der Tod meines Vaters gerade gelegen. Sag nichts, was dir später leid tun könnte. Ich habe mich geirrt. Du hast mich nicht eingetauscht. Du hast aus mir eine Geisel gemacht. Theresa! Ich bitte dich. Und das 15 Jahre lang! Wir wären auch ohne dich wieder zusammengekommen. Sie hat dir nicht alles gesagt. Das glaube ich kaum. Auch deine Mutter hätte Berlin verlassen können, mit dir zusammen. Gustav. Nein, nein, nein. Sie soll es endlich erfahren. Aber sie ist bei deinem Vater geblieben, damit er nicht in Vergessenheit gerät. Hat sie angerufen? Haben Sie den Anrufbeantworter abgehört? Aber ja doch. Hat sie irgendwas mitgenommen? Einen Mantel oder... Nein, nichts. Aber ich hatte sie gewarnt. Tja, ich gehe wohl besser nach Hause. Könnte sein, dass sie versucht, mich zu erreichen. Sag mal, warum sollte sie dich anrufen? Also ausgerechnet dich. Wirklich. Das ist doch wohl jetzt nein, nicht... Nein, ich hab dich was gefragt. Jetzt. Nicht doch. Wäre ich doch gestern Abend nur nach Hause gekommen. Aber nein, lassen Sie, Sie haben keine Schuld. Es gibt eine einzige Schuldige. Und das bin ich. Ich habe in den Krankenhäusern nachgefragt, auf den Polizeirevieren, nichts. Ich habe gesagt, dass Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit hier anrufen können. Aber sie wird sich schon melden. Da bin ich ganz sicher. Und die Polizei? Was tut denn die Polizei? Ihre Tochter ist schon erwachsen, Maria. Erwachsen. Ja? Ja, für Sie. Hallo? Nein, nichts bisher. Hör zu, Gustav, wir können jetzt nicht miteinander reden. Ich muss die Leitung freihalten für den Fall, dass sie anruft. Hab vielen Dank.
Wollen Sie vielleicht was essen? Nein, ich habe keinen Hunger. Wie viel Uhr ist es? Lassner. Ja? Ja. Was ist? Was? Warten, Mademoiselle, vielleicht auf mich? Komm, gehen wir. Ich kann nicht alles mitnehmen. Mein Koffer ist nicht groß genug. Macht nichts. Wir bringen dir den Rest dann vorbei. Hast du dich schon beworben wegen dieser Arbeit als Übersetzerin? Ja, natürlich. Du gehst jetzt wieder mit Serge und dir. Er hat vor, sich scheiden zu lassen. Aber wir werden nicht heiraten. Ich hänge zu sehr an meinen Namen. Wagner. Ich muss jetzt gehen. Die Taxis in Paris, die warten nicht gern lange. Dann werde ich mal. Rufst du mich an und sagst mir, wie du untergekommen bist? Versprochen. Ja, mach ich. Mittlerweile sind alle Grenzübergänge geöffnet worden. Ein unablässiger Strom von Ost- und Westberlinern flutet von einem Teil der Stadt in den anderen. Seit gestern Abend 23 Uhr, als die ersten Bürger der DDR, ohne daran gehindert zu werden, die Grenzübergänge passierten, ist die Berliner Mauer de facto geöffnet. Die ganze Nacht hindurch strömten die Menschen von einem Teil der Stadt in den anderen. Nach 28 Jahren der Trennung können sich die Deutschen in Ost und West wieder begegnen. Der Berliner Rundfunk gab heute bekannt: Eine neue Regelung für Besuchsreisen in das Ausland ist seit heute in Kraft getreten. Sie erlaubt den Bürgern der DDR, ohne Angabe von Gründen, in die BRD, nach West-Berlin oder ins Ausland reisen zu können. Die Reiseerlaubnis wird ohne Komplikationen und innerhalb kürzester Zeit erteilt. Zahlreiche Bürger haben bereits die neuen Reisemöglichkeiten zwischen der DDR und West-Berlin genutzt.
Teresa, jetzt sind wir frei. Wir können gehen, wohin wir wollen, auch wenn die Geschichte uns getrennt hat. Jetzt ist diese Trennung nicht mehr unüberbrückbar. Ich fliehe nicht. Ich gehe nur dorthin zurück, wo ich hingehöre. Dorthin, wo ich die Luft atmen kann, wie in meiner Kindheit. Und dort, wo der Geist deines Vaters auf mich wartet. Aber vergiss nicht, man muss kämpfen, um zu leben. Dein Vater hat zu viel gelitten. Er ist gestorben für diese Freiheit. Und ich will diese Freiheit nicht missbrauchen, indem ich davonlaufe. Ich will den Namen deines Vaters lebendig erhalten. Er ist ja auch der deine. Verzeih mir, dass ich dir so wehgetan habe. Ich liebe dich und ich brauche dich mehr als je zuvor. Maria. Mama.